Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest, in ganz Deutschland. Obwohl, nee, du bist ja in Mexiko, Alter. Scheiße. Abfuck, Alter. Leon. Cabrón. Escúchame. Eres en México, ¿no? Eres peligroso ahora, ok. Habla conmigo, ¿no? No dice como, sí, que aquí, sí, dice esto, no. ¿Entiendes? Habla español, ¿no? Ich glaube, bis der das übersetzt hat, gibt es keine Maskenpflicht mehr. In the jungle, the Mexican jungle, the Leon sleeps tonight. Let's do the intro, man. Und ich wurde mal wieder vor euch geprägt, Junge. Ich hab so viele Leute haben mir geschrieben, ne? Der erwähnt dich in seinen Videos. Guck mal, mein letztes Video, dieses Does a man has a nice jetzt schon mal. Das ist schon, ich bin 80% Nigeria, 80% USA und 40% Mannheim. Und das war sogar auch noch Army Base. But I can't speak English for shit, Alter, was ist da los? Viele Leute haben gesagt nach dem Video, mach mal noch mehr Videos, mach mal noch mehr Videos. Aber ich schwör's dir, da hätte ich mich auch vor der Behindertenwerkstatt setzen können und einfach den Leuten die Beine wegziehen, die da rauskommen. Ist nicht das Level, ne? Aber jetzt habe ich ja, ich mach mal Licht an hier. Volle Freshness auch. Aber jetzt habe ich ja gesehen, hat der hier dieses, ich habe mir das mal hier rausgesucht, ne? Smash or Pass, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich mache einen Diss-Track. Ich mache einen Diss-Track gegen den, ne? Ihr wisst, Alter, ist. Erstens, wenn ich komme, ihr seid euch alle. Ich kann. Wenn ich will, ich kann, ne? Ich kann brutal. Aber mir ist eingefallen, der hat ja schon mal einen krassen Diss-Track auch gegen sich kassiert. Ne? Das wäre ja jetzt nichts Neues, weil hier, wie heißt nochmal der halt? Das war so ein deutscher Killer, Alter. Macht so extra einen optisch auf Hampelmann, ist aber eigentlich voll die Maschine. Der hat sich auf jeden Fall von einem Rapper, mit dem der das gemacht hat, auch so Lines schreiben lassen und die überkrank performt auch. Ich weiß, ich komme nicht auf den Namen, ne? Normalerweise reimt sich Tim Hate auf Tim Safe, aber Leon fick ich auch für Trinkgeld. Das ist crazy, Alter. Das habe ich mir erstmal überlegt, aber mache ich dann glaube ich doch nicht. Ich mache einfach das, was ich am besten kann, einfach ein gepflegtes Auge. Und habe mir ein paar Sachen rausgesucht, weil ein Kollege hat mir geschrieben, der meinte so, Leon hat dich bei Smash or Pass mit so einem Mädel vorgeschlagen und die meinte dann so, nee, würde ich nicht machen. Smash or Pass, ne? Also für die Leute die von Leon Lover, die jetzt gerade zugucken, wird es sie geben oder wird es sie nicht geben? Ne? Smash or Pass. Und ja, was soll ich sagen, Alter? Ich zeige euch das einfach kurz. So. Ich habe das hier mal rausgesucht, Smash or Pass mit Justine. Wer Justine ist, weiß ich nicht. Wir suchen einen Mann für sie. Und er hat sich gedacht, ey, wäre doch übelst lustig, wenn ich dir ein Bild von Cynic zeige und da mal gucken, was sie zu sagen hat, weil safe wird die nicht Smash sagen. Viel mit Persönlichkeit so. Ja, klar. Aber finde ich auch, also finde ich sehr wichtig natürlich. Alright, ich habe den ersten Kollegen für dich. Jetzt bin ich gespannt, ey. Wer ist das? Wer ist er denn? Kenn ich nicht. Geht doch nicht darum, ob du kennst oder nicht. Geht ja darum, ob du geben würdest oder nicht. Geiles Tattoo übrigens. Bin eh riesen Tattoo-Fan bei Frauen. Scheiße, kenn ich nicht. Ist ja egal, ob du ihn kennst oder nicht. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, vielleicht vom Charakter. Aber nur optisch jetzt, würde ich sagen, nein. Aber ich müsste halt wissen, wie cool ist er drauf. Wie redet er? Die Stimme. Ja. Glaube ich ihr auch auf jeden Fall, weil das so sehen Frauen aus, denen Stimmen bei Männern übelst wichtig sind, ne? Also bevor ich, okay, ich laufe hier halbnackt rum, bin auch schon ein bisschen älter und ein bisschen labbriger, aber was mir bei Männern wichtig ist, ne, ist jetzt nicht Muskeln oder hohles Gelache oder so, das ist die Stimme. Ne? Ich muss die Stimme ist mir wichtig. Da entscheide ich, ob ich mich ausziehe oder nicht. Stimme, weißt du? Ich bin voll dieser Stimmentyp. Wenn sich jemand cool ausdrückt, ja, der dann... hat eine coole Stimme auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt seine Stimme kennen würde, würde ich vielleicht sagen, ja. Battle-Rapper.
Ja, dann vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber so nur... Weiß, was Battle Rap ist, hat nicht nur Rapper verstanden. Nö. Optisch jetzt, ohne ihn zu kennen, würde ich nicht sagen... So ein trockener Typ. So ein trockener, schwarzer Humor und so. Das finde ich ja geil. Ja. Das mag ich ja. Ja. Aber jetzt nur optisch, wahrscheinlich wäre er voll der... Würdest du nicht, oder? Würdest du nicht geben? Cooler Typ und ich würde ihn voll gern kennenlernen, wenn ich jetzt wüsste, wie er drauf ist. Aber jetzt nur so optisch würde ich sagen, nee. Pass. Mhm. Da muss ich aber auch sagen, Justine, auch ein nicht asozialer Name, da muss ich aber auch sagen, ich würde mich auch gerne mit dir unterhalten. Also kann ich jetzt von mir aus sagen, weil das sind genau die Frauen, mit denen ich gerne reden möchte. Weil diese Frauen haben richtig was zu erzählen. Ne? Zum Beispiel, was so die ganzen Tattoos bedeuten. Ne? Ja, wo die hat stechen lassen auch. Was das übersetzt heißt. Ja, so halt. Interessante Persönlichkeit auf jeden Fall. Pass, ja? Ja, pass. Alright. Ja. Schon mal scheiße. Habe ich Kommentare gelesen, haben Leute geschrieben, war krass, wie der diesen Cynic Hops nimmt, Alter. Er nimmt ihn richtig Hops. Hat er ihn richtig gegeben. Ja, ja. Ey, was mir auch gerade nur eingefallen ist, ich meine, wenn du so aussiehst wie der Leon, ne, dann machst du auf jeden Fall Frauen klar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? Einig, ne? Der ist groß, tall, dark, handsome, hat einen miesen Body, auch einen freshen Fade mittlerweile, weiß ich auch, was das ist. Tattoos, bestimmt auch ein super Pimmel, ne? Alles super, ne? Glaube ich ihm auch, die Frauen-Stories. Aber ich glaube auch, dass es sehr oft vorgekommen ist, dass am nächsten Tag einfach so ein Mädchen ihre Freundin angerufen hat und so gesagt hat, ich schwör's dir, Mandy, du glaubst nicht, ne? Guck mal, ich war doch gestern im Club, ne? Da hab ich diesen Typen da, der meint, der wäre Rapper, da hab ich den, guck mal, ich sag, wie es ist, ne? Ich hab mit dem geschlafen, ne? Und am nächsten Morgen, war der das einfach doof, ja? Wie meinst du doof? Hat er sich blöd verhalten? Nein! Doof! So, der labert nur Scheiße, ja! Crazy! Ich höre, er fühlt alles. Er sagt immer, fühl ich. Wenn er Stephen Hawking wäre, er würde fühlen, ja? Aber da steht mein Name im Dingsbums, da habe ich mir das reingezogen. Ich entschuldige mich. Scheiß drauf. Nee, darfst du jetzt nicht sagen. Wir egal. Wollen nicht zu viel verraten, genau. Hier, Freunde. So, Also ich habe es noch nicht gesehen, was er gesagt hat. Ich habe nur geguckt, bis der sagt, Shoutouts an Cynic. Dann habe ich Stopp gemacht, das müsste gleich kommen. Erzählt mal, Freunde, gibt's Fragen? Cynic get in, man. Cynic get out, motherfucker. Ah, okay, da hat jemand in den Chat geschrieben, wahrscheinlich Cynic get in, man. Bruder, was schreibst du so eine Scheiße rein? Sowas geht gar nicht, Bruder. Dafür bist du blockiert. Die ist Safe P-Darstellerin. Echt jetzt? Das sieht so aus? Nee, aber das mag ich nicht so. Glaubwürdig? Nee, ey. Pornodarstellerin? Nee. Klar. Ich gehe ab und zu mal auf die Fibo und hau Frauen auf den Arsch, grabbel die an und zoom auf die Kamera und mach Bilder so neben Ärschen. Aber Pornodarstellerin? Nee. Mann, warum dieses Verurteilen? Nur weil du ein bisschen Tattoos hast und blond bist und gut aussiehst, musst du jetzt, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja, genau deswegen. Komisch. Ja, aber viele denken, dass wenn man Tattoos hat, einfach nur das Volk. Ja. Weil wenn man eins über Pornodarsteller weiß, dann ist das, dass die immer krass tätowiert sind. Also die größten Pornostars der Welt, alle vollgehackt. Krass, glaube ich. Sie ist Russin, nur sie weiß es nicht. Tattoo auf Rücken? Wer, du oder ich? Ich habe auch ein Tattoo auf dem Rücken. Aber echt? Du? Ja. Sag mal. Also den Elefanten. Ja. Und die Träumerin hinten. Also Träumerin? Weil ich bin Träumerin. Ich habe mir Träumerin auf den Nacken tätowiert, weil ich bin eine Träumerin. Das ist
Das ist deep as fuck, Alter. Ja. Demnächst lasse ich mir auch wirklich Zyniker auf die Nase tätowieren. Weil ich bin ein Zyniker. Versteht ihr? Dream Girl. Ja. I like that, man. Yeah. Ist sie deine Freundin? Nope. Ist sie nicht. Sie ist eine Freundin von mir. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass ein paar Leute von der Lovelock Army sich jetzt gerade denken, hau ich jetzt in die Tasten und schreib, ey, was macht der Cynic auf so und so? Der würde safe auch geben. Der würde die auch wegmachen. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Ne? Von 1 bis 10 ist in meinem Leben alles schon mal irgendwie gefallen. Ne? Das Ding ist nur, ich schwöre jetzt wirklich ernsthaft, ne? Sowas noch nicht. Also sowas noch nicht. Die ist safe nicht hässlich, ne? Voll nicht. Die hat auch einen vernünftigen Buddy, ne? Sagt gar keiner was. Aber so eine ist trotzdem nicht dabei gewesen. Weil das ist Antityp Frau. Ganz viele Tattoos, schlecht geschminkt, Septum, so bedeutungsschwangere Scheiße auf den Körper tätowiert. Nee. Weil ich war nämlich Mallorca, ne? Promoterin auf Mallorca. 80% davon sehen so aus. Das sind meistens so ein bisschen verlorene Mädchen, jetzt nichts gegen die, ne? Persönlich, ich kenne die ja gar nicht. Aber von meiner oberflächlichen Meinung her, sofort Schublade auf, Justine rein, Schublade zu. Sind da 7 Jahre auf der Insel, verteilen Tickets am Strand und wundern sich, warum die von 12 Euro am Tag nicht leben können. Und haben aber vor, ein Café aufzumachen oder sowas. Oder die Welt zu bereisen. Ja, mach. Aber, nee, so einer war noch nicht dabei. Ja. Tattoo am Bauch? Ich hab das halt nur. Steh mal auf. Ja, das nur. Geht ja dezent. Oh, stimmt, man sieht's nicht. Wieder, ne? Ja, jetzt. Ja. Die haben auch alle diese Hosen an. Das ist einfach 1:1 Mallorca weiblicher Tikitero. Was ist das? Das ist so ein Thunderbird. So ein Vogel. Das ist auch so ein bisschen mexikanisch, ne? Mhm. Ja. Leicht mexikanisch. Ein mexikanischer Vogel. Trifft sich ja gut, ey. Ja. Nice. Welche hast du hier machen lassen? Hier habe ich nur eins machen lassen. Und das auch nur von meinen Leuten aus Mallorca. Ich war Promoterin, also viele Jahre. Darf ich das sagen? Ja, auch rausdenken. Also, warum denn nicht? So geil. Ich war Promoterin viele Jahre auf Mallorca. Vielleicht, also, ja, vielleicht habe ich mal den einen oder anderen da gesehen von euch, keine Ahnung. Es waren so viele Leute schon auf Mal, das ist unnormal. Ich habe das Gefühl, jeder. Ich selber auch. Ja, krass. Grüße gehen raus an Cynic. Ich war da viele Jahre. Cynic ist ein Running Gag geworden jetzt mittlerweile. Ne, der hat auch lange ist ein Hater so von mir. Also ist ein okay. Ehemalig. Richtig. Komplett korrekt, Leon. Schön gesagt. Der Fan, der zum Hater geworden ist. Ist ein Hater so von mir. Also ist ein ehemaliger Fan, der zum Hater geworden ist. So. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich muss mich jetzt kurz auch outen. Ich bin wirklich, also ich habe, ich war krasser Leon Lovelock-Fan auf jeden Fall, weil, ja, Fitness, Humor, Message, da bin ich einfach, da kann ich nicht anders. Da muss ich zum Fan werden. Das ist beim Leon passiert. Dann ist er mir aber zu krass geworden, ne, durch die Straßenumfragen, wo er zu seinem Glück noch auf Deutsch fragen musste, ob Männer Muskeln haben müssen. Und da habe ich mir gedacht, nee, jetzt werde ich Hater. Und habe das auch bis heute durchgezogen. Echt? Ja, ja. Der hat auch halt ein bisschen Reichweite und so. Und ich sitze halt ab und zu oben. Aber nicht mehr. Körperfrei hier in den Videos, weil ich halt, weil es hier brutal heiß ist, so. Ja. Und er hat mir mal vorgeworfen, dass ich das extra mache, damit ich flexe und damit wegen Frauen. Echt? Ich habe mal in einem Interview, ich habe ein Interview mit Juju gemacht. Und in dem Interview mit Juju habe ich irgendwann meinen Pullover ausgezogen, weil mir zu warm war, weil wir Shisha geraucht haben. Und dann saß ich nur noch mit T-Shirt da. Und dann hat er gesagt, das hast du extra gemacht. Ja, ist bescheuert. Ja, ist wirklich bescheuert. Ich such's mal ganz kurz raus. So, hier haben wir das besagte Interview mit der guten Juju. Shoutouts gehen raus, eine der besten deutschen Rapperinnen. Feier ich übertrieben auf jeden Fall. Würde mich auch mal freuen, wenn die in den Stream kommt. Ich habe mal nachgeguckt. Leon Lovelock hat, glaube ich, um die 40 Commons Café gemacht. Ne? Nie sein Pullover.
Pullover ausgezogen oder sonst irgendwas, aus dem Pullover ein T-Shirt gemacht. Nie. Bis auf das eine Mal, wo eine Frau da war. Ne? Und mein Gefühl hat mir einfach gesagt, ich glaub, der wollte flexen. Ist auch in Ordnung, wenn du so einen Buddy hast, ne? Aber ich sag, Dicker, da hast du die Juju da sitzen und da ziehst du deinen Pullover aus, um dann mit deinem Buddy zu sitzen. Und das ist auch kein Neid oder so, weil ich einen Mistkribbelskörper hab. Habe ich einfach nur so gesagt, ne? Ist so ein bisschen, weil wenn du, Dicker, wenn du auf die Fibo gehst, Frauen dann Arsch krabst und mit dem Lolli so da sitzt und ist es bei dir so, ja? So dieses, dann passt das halt rein. Und ich habe die Stelle mal rausgesucht und ich bin sogar der Meinung, die in der Urversion war die Kamera auch noch auf ihm drauf, wie er sich ausgezogen hat. Ich bin mir aber nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall das die Version, die jetzt auf YouTube ist. Aus Spaß so ein bisschen einfach gerappt oder was? Da merkt er, boah, ich habe voll viel Shisha geraucht, mir ist voll warm, weil wie jeder von uns weiß, vom Shisha rauchen wird einem übelst heiß. Ich schwitze hier auch wie ein Schwein, seht ihr noch nicht, ne? Ja, so ein Kumpel, also einer aus meiner Schule, das war so der Einzige, glaube ich, der. Und der hält sich ganz normal mit der. Der auch irgendwie gerappt hat. Und der ist immer so aufgetreten, so, weil ich weiß nicht, was das war. Also manchmal war doch in der Aula dann irgendwas, keine Ahnung. Ach, Zeug. So, Kamera ist nur noch auf Juju und währenddessen zieht er seinen Pulli aus. Schulesvergabe oder irgendein Scheiß, irgendwas war immer einmal im Jahr, so Partys, ich weiß gar nicht, wie das hieß, was das war. Ja, es gab auch immer so Events. Es gab schon, ne? So, und jetzt müsst ihr mir sagen, wie ihr das Lächeln von der Juju deutet. Ne? Wir wissen, Juju ist auch Team Denkerstirn, ne? Ist ein cleveres Mädel auf jeden Fall. Weswegen grinst die da jetzt? Antwort A. Boah, geil, Alter. Endlich hat er sein Hemd ausgezogen. Der hat schon einen niceen Buddy, ja? Wusste ich vorher gar nicht. Oder die denkt sich so, Antwort B, come on, Alter. Captain Obvious, Alter. So, Kamera fliegt die ganze Zeit um, die Winkel ändern sich die ganze Zeit, sorry. Aber lustig, ja. Ja, lustig. Deswegen ist es jetzt so ein Running Gag, so okay. Schöne Grüße an Cynic, weißt du? Okay, verstehe. Geiler Running Gag auch. Auch auf jeden Fall ein guter Grund, mich in den Titel zu schreiben. Der ist das. An alle Frauen, kannst du deine beiden Ellenbogen sich berühren lassen? Was ist das? Ja, das Ellbogen sind die hier. Also Ellbogen sind dir die zwischen Unterarm und Oberarm. Naja, also abschließend bleibt einfach nur zu sagen, Leon, falls du das hier siehst oder falls du im Stream guckst, Grüße gehen raus. Ich würde mich mittlerweile wirklich sehr, sehr wirklich freuen, ne? Als ehemaliger Fan auch, wenn du dann echt mal im Stream erscheinst und wenn wir einfach so eine kleine Runde Sag ihm machen, dann kannst du dir auch nochmal genau erklären, warum ich dich damals gefeiert habe, was ich damals so krass an dir fand, also diese ganze Abiturgeschichte, dein Studium, Autoverkäufer-Dasein, auf dem Kudamm stehen und Frauen anlabern, die ganzen Rapper-Interviews. Die habe ich mir auf jeden Fall alle reingezogen so. Da hast du auch einen großen Anteil dran gehabt, weil deine Gesprächsführung ist einfach krass, ne? Die ist wirklich krass, gute Fragen, hakst auch mal nach, auch sehr kritisch, ne? Feierst nicht einfach alles, was dir da so gesagt wird, ne? Änderst auch nicht deine Meinung, also Fähnchen im Wind ist auch nicht so deins. Bruder, glaub mir, hör mir zu, Alter. Ey, ich schwöre, wenn ich dir sage, Alter, dieser Jesus, Alter, der ist der übertriebenste, Alter. Der ist über Wasser gelaufen. Ich schwöre, ich habe sein Buch gelesen, ne? Die Fibel, Killer, Alter, war wirklich Killer. Ich wollte, der ist der krasseste. Ich glaube, nein, egal was du sagst, guck mal, ich glaube an den. Ich glaube an den. Bruder, glaub mir, wenn ich dir sage, pack mal diesen Jesus unter deine Eier, Bruder. Sag jetzt, Jesus ist nicht krass. Egal wie du glaubst, ich sag dir, Jesus ist nicht krass. Was sagst du? Wie ist deine Meinung? Ja, okay, vielleicht war das mit Ostern doch nicht so krass, Alter. Ich meine, ist ja auch nur eine Wiederauferstehung, ey. Deswegen. Und jetzt den Move nach Mexiko ist das cleverste, was er hätte machen können, so, weil da kennt dich kein Schwanz. Also noch, wahrscheinlich kennt man dich da jetzt auch. Aber in solchen Orten sind natürlich auch erfolgreiche Geschäftsleute. Safe kenne ich auch von Mallorca. Ist ja so ein bisschen ähnlich. Aber es ist auch so Zufluchtsort für so Leute, die in ihrer Heimat dann, ja, vielleicht ein bisschen Stress hatten oder nicht klar kamen oder
weiß nicht, Schulden hatten oder so. War ja bei mir auch so, ich hatte auch Schulden, bin dann auch nach Mallorca, jetzt Ironie off. Und da trifft man halt solche Leute. Habe ich auch, auch schon getroffen, ist auch alles easy. Und ich weiß noch, als er auf Mallorca war, ich weiß nicht, ob das war 2017 oder 18 oder so, oder 19, da habe ich so einem Kollegen von mir, dem eine Bar gehört, gesagt, ey, wenn der kommt, bestell ihm mal schöne Grüße von mir. Und der hat das dann auch, glaube ich, gemacht. Und die haben sich aber auch so gut verstanden, dass die dann ein überragendes Gespräch geführt haben. Und der Leon hat ihn dann auch super oft zitiert in irgendwelchen Interviews oder Posts oder so, oder jetzt auch in seinen Livestreams. Kennt ihr diese Gespräche, die so nur aus so Floskeln bestehen, wo du sagst, ey, Bruder, Alter, wenn die Welle kommt, Dicker, du musst die surfen, Alter. Weißt du was? Wenn die Sonne scheint, leg dich rein. Und wenn der Mond da ist, Junge, dann schlaf. Weißt du? Es gibt immer, guck mal, Leute werden dir Steine in den Weg legen. Aber weißt du, was machen musst, Bruder? Räum die Steine aus dem Weg. Nee, steig drüber. Aber was, wenn ein großer Stein ist? Besorg dir jemanden, der mit dir schiebt. So, diese Art von Gesprächen. Ne? Und Mann, nochmal zum Abschluss. Der Leon ist, glaube ich, ein ganz, ganz lieber, leider sehr fehlgeleiteter Mensch. Ja, der aber auf jeden Fall für Wirbel in Berlin gesorgt hat, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Der war hier der Man im Sinne von Reichweite. Ne? Alle haben so sein... Dicker, Savas hat, ohne dass der den gefragt hat, bei dem um ein Interview gebeten. Mag man jetzt der Meinung sein, dass es nicht so viel mit Leon zu tun hatte, sondern einfach mit der Reichweite, aber der hat die alle vor die Kamera bekommen. Der hat Leute vor die Kamera bekommen, die ich nicht bekommen habe. Und das ist crazy. Und die Reichweite, die der jetzt anspricht bei mir, die ist ja auch nicht mehr da. Das seht ihr auch an den Zahlen. Aber man tut, was man kann. So, der Hustle ist real. Ich dachte mir, ich mache mal dieses kleine Video, mache ein bisschen Auge auf Leon Lovelock, weil das war jetzt echt ne, Smash or Pass. Und Grüße an Cynic. Cynic ist ein Running Gag und der ist ein Fan gewesen, ist jetzt aber ein Hater geworden. Nur um das nochmal ganz kurz klarzustellen. Und die Einladung besteht weiterhin. Lieber Leon, wenn du das hier siehst, ne, komm mal wirklich vorbei. Lass mal quatschen. Wäre wirklich nice. Ich würde mir freuen.